Sie haben es ein bisschen schon angedeutet, es ist ein großes Sammelbecken, ein Sammelsurium von verschiedenen Dingen, die mich seit Jahren umtreiben, die aber manchmal sich doch um das Thema des Computerspiels drehen. Ich möchte heute vorrangig über das Spiel Portal sprechen. Ich glaube, das Spiel vorzustellen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Es ist eh viel, was ich jetzt sagen werde, immer mal schon gesagt worden, aber halt noch nicht von mir, deswegen muss das so sein. Ich habe aber kleine Repeat-Zeichen eingebaut, also wenn Sie was wiedererkennen, aufs Repeat-Zeichen. Portal ist das großartigste Spiel, was je gemacht wurde. Da können wir nachher gerne noch drüber diskutieren, aber da bin ich sehr unversöhnlich. Also die Portal-Reihe, beide Spiele, genau, also wollen wir ernsthaft bleiben. Für die ein bis zwei, die noch nie in ihrem Leben Portal gespielt haben, erscheint es mir wichtig, Ihnen zwei Sachen zu sagen. Erstens, das Strukturprinzip ist relativ einfach. Sie haben diese Portalkanone, mit der Sie einen Eingang und einen Ausgang schießen können und dann müssen Sie physikalische Rätsel lösen. Das ist es im Großen und Ganzen. Zweitens, es ist nicht ein Riddle-Solving-Spiel, sondern es hat etwas, was man auch Erzählung nennen könnte. Es ist die Erzählung einer Testfigur. Ein Avatar, den ich spiele, Shell genannt, der in dieser ominösen Testanlage aufwacht und von einer noch ominöseren KI zu immer ominöseren Tests gedrängt wird. Und natürlich ist die Frage, kann man dieser Testanlage entgehen? Und es ist, glaube ich, jetzt, wenn Sie das Spiel noch nicht gespielt haben, auch völlig klar, wie man es interpretieren muss. Es ist ein Metaspiel über Computerspiel, das ist eine Testsituation. Und wir fragen uns natürlich durch ein hochintelligentes Spiel permanent in Selbstreflexion, oh mein Gott, was tue ich da? So fängt das Spiel an. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Now, please return to your bed. Das ist der Anfang, er ist relativ bekannt, wir wissen alle, was passiert, das ganze Experiment läuft schief, die Testfigur wacht nun eine unbestimmte Anzahl von Jahren später wieder auf, die Testanlage ist korrumpiert, zerstört, aber im Grunde genommen das Strukturprinzip, was wir gesehen haben, zieht sich weiter durch, ich spiele einen Avatar und ein Gegenüber adressiert mich permanent als Vollidioten. Drücke einen Knopf. Tue dies, fühl dich glücklich. Befreit dich das? Oh ja. Bei aller Ambivalenz, und das wäre jetzt sozusagen mein Ansatz, über Portal zu reden, bei aller Ambivalenz und Intelligenz, die das Spiel aufwendet, um genau die Doppelbödigkeit der Spielsituation zu thematisieren, ist es letztendlich ein Spiel, das nichts anderes tut, wie jedes andere Computerspiel auch. Uns als Ratte in einem Labyrinth zu inszenieren. Darüber möchte ich reden. Repeat-Zeichen. If I throw a ball at you and so weiter und so weiter. Ne? Wir haben es getwittert, wir kennen das, Esquiline, Game Studies, Ausgabe 1, Jahr 1, der Beginn der Game Studies, die groß inszenierte Frage, ist ein Spiel Erzählung oder ist sie Handlung? Ich halte nicht sehr viel von der Diskussion. Ich glaube, es handelt sich hier um ein klassisches Alien vs. Predator-Problem. Ein inszenierter War, der extrem schön anzuschauen ist. Aber nochmal zur Rekapitulation, zwei Leute streiten sich mit drei Leuten zu einem historischen Zeitpunkt, wo die gesamte Disziplin aus sieben Leuten besteht. Also ich möchte jetzt nicht sozusagen wissenschaftshistorisch abgleiten, aber es war natürlich jetzt aus PR-Gründen extrem gut, die Game Studies mit einem Science War zu beginnen. Und das zeitigt bis heute Wirkung, indem wir jede blöde Konferenz über Game Studies irgendwie damit füllen, dass wir nochmal erklären, dass es diesen Science War gegeben hätte, dass er zum Glück beigelegt ist und dass wir aber halt doch immer noch zwischen diesen beiden Positionen vermitteln. Was extrem
langweilig ist. Für mich, ich habe es einfach schon ein paar Mal diskutiert. Ich glaube, dass wir dem Grundproblem immer noch keinen Schritt weitergekommen sind. Das ist nämlich die Fragestellung, dass wir es auf alle Fälle in irgendeiner Form mit einem Modus der Erzählung zu tun haben und dass Computerspiele aber durch einen noch viel merkwürdigeren Modus des Handelns konnotiert sind, vor allem des Handelns in einem medialen, kodierten, digitalen, wie auch immer gearteten System, dass wir immer noch keine Antworten haben. Jetzt wäre es natürlich toll, ich könnte mich heute hinstellen und sagen, ich bin der Keynoter, ich habe die Antwort, ich habe sie aber auch nicht. Ich glaube nur, dass wir verschiedene und unterschiedlichste Herangehensweisen brauchen, um dieser Fragestellung nahe zu kommen. Und was ich eigentlich jetzt machen wollte, war ein bisschen darüber zu erzählen, was so meine Ideen sind, um im weitesten Sinne in diesem Problem, nämlich was zeichnet eigentlich ein Computerspiel aus, erstens, und zweitens, welche Formierung von Subjekten werden in Computerspielen vorgenommen, zweitens, darüber ein bisschen nachzudenken. Was ich gemeinhin benutze, das ist im weitesten Sinne ein diskursphilosophisches Vorgehen, das sich im Großen und Ganzen in diesem Werkzeugkasten der kritischen Diskursanalyse manifestiert, was ich aber gar nicht sozusagen so methodenstreng machen möchte, sondern es geht mir nur darum, dass ich in vielen der dort aufscheinenden Texte und Methodiken eine ganze Reihe von Sachen finde, die mir sehr gut vorkommen. Und es sind solche Sätze wie eben von Jäger und Jäger, die Aufgabe der kritischen Diskursanalyse ist die Aufdeckung von zeitweilig gültigen Wahrheiten, von Wahrheiten also, die als rational, vernünftig oder gar als über alle Zweifel erhaben dargestellt werden. Das ist sozusagen eine prima Herausforderung, ob man nun zur kritischen Diskursanalyse ein gutes Verhältnis hat oder nicht, aber es ist eine gute Aufgabe für jeden Wissenschaftler, das zu hinterfragen, was uns als zeitweilige gültige Wahrheit vorkommt oder was wir als Wahrheit anerkennen. Und die Wahrheit ist, Portal ist ein herausgehobenes, wunderbares Spiel, zum Beispiel. Oder Computerspiele können in der Dichotomie von Handeln versus Erzählen erklärt werden. Das scheinen mir solche Wahrheiten, die man eben als solche Konstrukte auch wahrnehmen muss und sie auf irgendeine Art und Weise bearbeiten oder untersuchen muss. Mein Lösungsvorschlag, der hochdiskutabel ist, das weiß ich selber, und der ist auch jenseits eines herrlichen Schaubildes, ist das sozusagen nicht konsistenter als nur eine Idee, ist im Grunde genommen zu sagen, das, was wir an Bedeutungsphalanxen haben, die uns an Computerspielen interessieren, können wir eigentlich nur verstehen als Bedeutungsstrukturen oder Diskurssysteme, die sich irgendwie in Computerspielen materialisieren, die manifest werden, die sozusagen zu Zeichen werden, die zu Handlungen werden, die aber im Grunde genommen nur zu verstehen sind, wenn wir sie als ein permanentes Umwälzen von viel größeren Bedeutungseinheiten quer durch die Gesellschaft begreifen. Also eben über das Spiel, über den Spieler, hinein in den Common Sense, den Elementardiskurs, über die Autoren, Hersteller, Macher, wieder zurück in die Spiele und sozusagen jeder schraubt und dreht und stratifiziert solche Diskurse, aber es gibt keinen herausgehobenen Ort mehr, an dem in irgendeiner Form punktuell festgemacht werden kann, hier wird irgendein Bedeutungsgehalt implementiert. Ja, also so sehr ich sozusagen die Macher von Portal schätze, aber ich bin nicht mehr bereit, ihnen diesen allmächtigen Autorenstatus zuzugestehen. Genauso wenig, wie ich mir als Spielendem in irgendeiner Form eine herausgehobene Handlungsmächtigkeit zugestehen kann. Sondern ich glaube, dass jedwede Analyse von solchen Geschichten immer nur in einer wie auch immer gearteten Struktur diskursiver Umwälzung erfolgen kann. Und wenn man eben sagt, nach was suche ich nun eigentlich, also was ist die analytische Aufgabe, was ist das Geschäft einer so verstandenen Analyse oder so verstandener Game Studies, kann man eben mit der Diskursanalyse sagen, ja, ich kann nach solchen dispositiven Strukturen suchen, ich kann nach dahinterliegenden Bedeutungsbeständen suchen, ich kann nach Bündelungen suchen, die irgendwie offensichtlich diskursive Stränge oder Stabilitäten ausbilden, die eben an der Herausbildung solcher Wahrheiten, solcher temporärer Wahrheiten mitwirken. Zum Beispiel, es ist, glaube ich, gestern schon mal kurz angeklungen, die Frage nach der Entscheidung. Ja? Stanley Parable, Wiederholungszeichen, ist natürlich neben vielem anderen auch ein hervorragendes Spiel über Entscheidungen, das wurde schon gesagt. Ja? Aber natürlich ist das herausgehobene Beispiel, werden wir natürlich wissen, dass auch jedes andere Computerspiel eigentlich eine permanente Einübung von Entscheidungsfähigkeit ist. Und eine diskursive Auseinandersetzung mit solchen Geschichten läuft natürlich auch darum ab, was übe ich eigentlich an Computerspielen ein, dass Dinge entscheidbar sind. Ich arbeite im Moment über die Einführung von Unternehmensplanspielen in den 1950er Jahren. Also der einfache Ansatz zu sagen, wir wollen unsere Manager spielen lassen, ist natürlich Quatsch. Niemand möchte Manager spielen lassen.
Aber man möchte Managern zu diesem Zeitpunkt beibringen, mit Computern zu entscheiden. Aber diskursiv steht sozusagen dahinter die Idee, die Welt ist entscheidbar. Wir können der Kontingenz Entscheidungen abringen. Und das sind sozusagen so Laborsituationen, wo dann solche diskursive Setzungen auf eine mikropolitische Ebene immer wieder reartikuliert werden. Und dann ist es eben sozusagen der bestehende Tropfen, die Vielheit dieser diskursiven Artikulationen, die dazu führen, dass wir sozusagen so eine Stabilität kriegen im Computerspiel eben, dass dieser Modus der Entscheidung irrsinnig häufig ist. Die linke Tür, die rechte Tür, den Flammenwerfer oder die Railgun. Also wir haben da ein ganz, ganz häufiges Artikulieren. Genauso kann man das mit dem Begriff der Steuerung machen. Ja, Computerspiele sind Steuerungsfantasien. Natürlich ist das eine Fantasie und natürlich wissen wir genau, wo das Desiderat ist. Wieder die Kontingenz. Wir arbeiten an Interfacen, Oberflächen. Lev Manovich hat irgendwann mal gesagt, im Computer gibt es eigentlich nur zwei Sachen. Interfaces und Datenbänke. Und mit beiden müssen wir permanent interagieren, damit sie uns natürlich vorkommen, damit sie sozusagen transparent werden. Wir operieren mit Rationalitätsbegriffen. Ja, also eine bestimmte Setzung von einer spezifisch erscheinenden Rationalität, die ganz viele Szenarien von Computerspielen immer wieder ausbringt. Oder wir arbeiten mit einer immer wiederkehrenden Idee von Geopolitik. Das klang gestern in der Podiumsdiskussion schon mal an, dass eine unendliche Anzahl von Globalstrategiespielen im Grunde genommen immer wieder das gleiche geopolitische Konzept erzählen, das in krassem Widerspruch mit dem steht, was wir unter Politik verstehen. Ja, sozusagen das Risikomodell der Welt. Das ist kein Politikbegriff, aber wir haben den so tief internalisiert, dass wir im Grunde genommen den Russland-Konflikt auch nur noch so verstehen, dass man sagt, man muss über Japan mit 5 Einheiten nach Russland reinkommen. So haben wir das immer gemacht. Ja, überhaupt die Idee der Grenze. Und also könnte man jeweils einen eigenen Beitrag darüber halten. Heute möchte ich aber sozusagen noch was anderes rausgreifen und das eben am Beispiel von Portal. Und das ist die sogenannte Re-Entry-Figur, die Kenner der kritischen Diskursanalyse wissen, dass innerhalb der kritischen Diskursanalyse eine ganz spannende Idee ist. Aber fangen wir sozusagen weiter vorne an. Ich habe vorhin gesagt, Portal kann man als ein Spiel begreifen, das sozusagen die Ratte im Labyrinth inszeniert. Das meine ich jetzt gar nicht in dieser despektierlichen Weise, also in dieser ahumanistischen, wir sind alle nur Ratten in einem Labyrinth, wir sind geworfen, wir können nur noch Sartre lesen oder so, sondern es geht mir darum, zu sagen, dass es eine spezifische Setzung ist. Wenn ich über Ratten im Labyrinth nachdenke, als Medienwissenschaftler, fällt mir eben auch Claude Shannon ein, der sozusagen die Ratte im Labyrinth als hervorragendes mechanisches Problemlösungsverfahren erkennt und weil er eben so ein Bastler war, sich dann eben auch so ein Ding baut. Und diese Maus, der Theseus, schafft es dann nach so und so viel Durchläufen eben in so einer Art algorithmischen Verfahren das Labyrinth zu knacken. Das ist sozusagen eher eine Metapher, die für mich Ratte im Labyrinth, Computerspiel als Labyrinth gut zu erklären versteht. Wenn wir Ratte im Labyrinth sagen, denken wir natürlich an Verhaltensexperimente. Also kennen Sie alles irgendwie, William McDougall in den 20er Jahren, irgendwie dieser merkwürdige Effekt, dass Ratten und ihre, die Labyrinthe beherrschen, dann Nachkommen haben und die Nachkommen beherrschen dann das Labyrinth genauso gut. Merkwürdig, wie geht das nur? Das endet dann irgendwie bei Rupert Sheldrake, weiß nicht, ob den noch irgendeiner kennt. Total esoterische Gestalt, wie heißt es, ich muss es mir mal nachlesen, das morphogenetische Feld. Eine merkwürdige Naturkonstante, die dafür sorgt, dass diese Ratten dann eben Bescheid wissen. Was mir an dem morphogenetischen Feld so gut gefällt, ist, dass das sich so ähnlich liest wie Diskursanalyse. So eine merkwürdige, transzendente Kraft hinter dem Rattensubjekt, das die Welt irgendwie strukturiert. Da funktioniert schon wieder. Das wäre dann auch wieder so ein Ratten im Labyrinth-Begriff, der mir gut gefällt. Deswegen also mein Vorschlag, Portal als Rattenexperiment zu begreifen, aber eben nicht unbedingt in diesem despektierlichen Sinne, den es zunächst mal nahelegt. Wenn wir uns Computerspiele angucken, das wäre jetzt auch nochmal eine Wiederholung, das schien gestern schon auf, haben wir es mit Normalisierungseffekten zu tun. Also das ist, glaube ich, der Subjektivierungseffekt, den man bei Computerspielen am allerhäufigsten feststellt. Computerspiele versuchen auf alle Fälle in irgendeiner Form eine Quantifizierbarkeit herzustellen. Ja, kennen wir alle diese ganzen Recounts und Statistikmassaker am Ende von irgendwelchen Spielen bis hin zu, wie viel Prozent aller Leute haben den Arm abgeschlagen und so. Es gibt kein Entkommen vor der normierenden Kraft dieser statistischen Zahlen und Auswertungen und Deutungen und eben nicht zuletzt der Siegbedingungen. Auch darüber haben wir gestern schon mal gesprochen.
Und deswegen ist Portal natürlich jetzt vorgeblich so ein interessantes Beispiel, weil Portal natürlich eins tut, es versucht dem erstmal entgegenzustehen. Also sozusagen zu sagen, es ist keine Siegbedingung geklärt, irgendwie kippt diese Testsituation, plötzlich teste ich gar nicht mehr, sondern bin sozusagen in der Widerständigkeit des Tests, ich springe hinter den Test. Also es macht sozusagen einiges möglich oder versucht einige Dinge anders zu machen. Und deswegen, das ist sozusagen die Brücke, wo man eben so sagt, oh, vielleicht ist das ein anderes Spiel. Was Portal aber tut, und da ist es eben sozusagen relativ stabil, nein, stopp, bevor ich das sage, die eigentliche Idee, warum wir natürlich irgendwann darauf kommen, dass Portal sozusagen ein dissidentes oder widerständiges Spiel sei, ist natürlich eher die narrative Ebene. Ja? The cake is a lie, für die drei, die es eben nicht kennen. Man ist in dieser Testanlage und diese AI, die einen durch diese Tests zwängt und zwingt, sagt halt irgendwann, mach alle Tests und am Ende gibt's den Kuchen. Der Kuchen wartet auf dich. Und obwohl die KI mich töten will, gibt es immer noch den Hinweis, ja, aber trotzdem der Kuchen, der Kuchen. Und der erste Teil, bekanntermaßen, endet damit, dass das Testsubjekt sich zwar befreit, aber dann sozusagen eine melancholische KI mit dem Kuchen alleine im Schlussbildschirm sagt, ach schade, der Kuchen war ja schon fertig. Während der zweite Teil eben von dem sozusagen ja fast schon legendären oder Mem-Spruch, the cake is a lie, getragen wird, eben zu sagen, glaube nie, der Kuchen ist immer eine Lüge. Jedes Versprechen auf Sieg ist eine Lüge. Ja? Also eben so Sartre. Ne? Und das ist das Narrativ und gleichzeitig habe ich eben aber immer noch diese blöden Rätsel zu lösen. Ne? Also die werden auch immer komplexer und man muss da ganz schön viel Grips zusammen haben und vor allem, man muss das unglaublich oft wiederholen. Ja, das kennen Sie alle, Jump-and-Run-Spiele. Ein Jump-and-Run-Spiel, wo man jeden Sprung beim ersten Mal hinkriegt, ist, Stichwort Flow-Theorie, eher doof. Sondern wir wollen das üben. Gerade bei Portal ist das natürlich ganz besonders klasse, weil man dann noch überlegen muss, wo kommen die Portale hin, wie kann ich mir die Physik noch irgendwie imaginieren, die ich brauche, um mit so einem 3-Cycle-Jump da über irgendwelche Barrieren drüber zu kommen. Und das ist relativ interessant. Weil im Grunde genommen scheint hier etwas auf, was diskursanalytisch interessant ist. Es gibt in Jump-and-Run-Spielen sowas wie einen One-Best-Way. Und den suche ich. Ja? Also ist bei vielen anderen Genres natürlich auch so, dass ich immer irgendwie den One-Best-Way suche. Aber beim Jump-and-Run ist das ganz besonders explizit. In einem diskursanalytischen Argumentieren kann ich aber sagen, in dem Moment, wo etwas auftaucht, was the One-Best-Way heißt, steckt schon mal was dahinter. Es ist ein Optimierungsverfahren. Denn the One-Best-Way ist ein Terminus aus der Arbeitswissenschaft, der eben sagt, es gibt immer eine optimale Art und Weise, eine Aufgabe zu erledigen. Diese optimale Weise zu finden, ist die Aufgabe der Arbeitswissenschaft, die sich dann wieder der Flow-Theorie bedient und eben sagt, der One-Best-Way ist vor allem dadurch charakterisiert, dass ich den Arbeiter nicht zu sehr ausbeute, dass er sich regenerieren kann, dass er sozusagen intellektuell noch halbwegs gefordert ist, aber auch nicht zu sehr. So, es ist ein Optimierungsverfahren. Die Doppelbödigkeit einer solchen Geschichte liegt darin, dass es ein Optimierungsverfahren ist. Oder, man könnte das auch mit Jürgen Link argumentieren, die Suche nach dem One Best Way ist sozusagen die Fahrt des Menschenkügelchen durch das Gortenbrett. Auch das ist wieder ein Normalisierungsverfahren. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Jürgen Link macht das relativ zentral in seiner Theorie über den Normalismus, dass er sagt, sozusagen die statistische Normalverteilung, die man eben kriegt, wenn man die Kügelchen da durch dieses Gortenbrett laufen lässt, das ist im Grunde genommen die Kernidee der normalistischen Strategie. Konkret arbeitet eine Narration mit seriell wiederholbaren biografischen Sequenzen, die in der Wiederholungsstruktur eine stufenweise normalisierende Bewegung von Extremen zu Normalitäten entwickelt, indem sie gleichsam ein biografisches Menschenkügelchen so lange in einer Art mehrfach gestufter Selbsttherapie durch die Siebe gesellschaftlicher Normalität laufen lassen, bis es zu guter Letzt im als Gauss-Verteilung vorzustellenden großen Mittelbauch gesellschaftlicher Normalität subsumiert ist. Und das ist, also das finde ich eine sehr, sehr präzise Beschreibung dessen, was wir in Computerspielen tun. Diablo 2, ja, also im Grunde genommen geht es immer nur um die Herstellung einer solchen Normalisierung. Sie müssen sich einen Avatar auswählen und im Laufe des Spieles müssen Sie sozusagen die Skills des Avatars hochzüchten. Und Sie wissen alle als halbwegs routinierte Spieler, wie Sie das machen, am besten im Sinne einer Gauss-Verteilung. Ihr Avatar hat sozusagen eine Präferenz, ne? Heiler, Magier, Barbar, irgendwas. Der Barbar, der ne, investiert man lieber in die Nahkampffähigkeiten, beim Heiler natürlich in die magischen Fähigkeiten, bei der Amazone in die Schnelligkeit oder irgendwie sowas. Aber natürlich nicht immer nur alle Skillpunkte auf eine Fertigkeit, sondern ne, also ein bisschen zaubern muss die auch können.
Und im Grunde genommen stellen sie immer sowas wie einen Gaussoid ein. Das ist zumindest in den meisten Spielen vom Balancing her so der One Best Way. Da gibt es ein bisschen mehr als einen One Best Way, das wissen wir auch. Elaboriertere Spiele lassen da auch sozusagen experimentellere Situationen zu. Aber im Grunde genommen tue ich nichts anderes, als diese Gaussoid-Verfahren durchzuführen. Mit einem großen Unterschied zum Menschenkügelchen, das sozusagen nur einmal durch das Brett hüpft, dass ich im Computerspiel jederzeit die Chance habe, zu wiederholen. Let's try that again. Und das scheint mir ein wesentlicher Einsatz für die Effektivität dieser Normalisierungsverfahren im Computerspiele. Denn dieser selbstadaptive Wunsch des Subjekts, sich ins Zentrum einer solchen Normalität zu begeben, denn nichts anderes tun wir, wenn wir so spielen, setzt natürlich ganz massiv darauf auf, dass ich mich in Wiederholungsschleifen begebe. Ja? Die Wiederholung ist ein ganz zentrales Strukturprinzip dessen, was das Computerspiel ausmacht. Eine Möglichkeit der Wiederholung ist sozusagen noch eine sehr passive, das ist, wenn Sie Ihre Spielsessions durch irgendwie geartete technische Gestelle, die im Spiel eingebaut sind, mitschneiden können oder Sie benutzen irgendwas Externes wie Fraps und dann einfach sagen, ich will mir meinen großartigsten Speedrun nochmal anschauen oder so. Das ist ein Wiederholungsverfahren. Ja? Entscheidender ist aber eigentlich dieses Wiederholungsverfahren. You are dead. Continue. Was, sagen wir mal, seinsphilosophisch eine der großartigsten Fragen ist, die einem ein Computerspiel stellen kann. Also das ist auch theologisch, finde ich, ist da viel Musik drin. Aber natürlich ist das das Strukturprinzip. Jedes Computerspiel erlaubt mir den Wiedereinstieg. Möchte sogar, dass ich wieder einsteige. Kann man sozusagen ökonomisch begründen, warum es natürlich Sinn macht, einen Wiedereinstieg in ein Computerspiel nach dem Scheitern herzustellen und nicht zu sagen, du musst wieder ganz von vorne anfangen. Trotzdem ist es eine der wichtigen Strukturen, denn wir alle spielen mit dieser Struktur. Das macht Spaß. Letztlich mit dem Safe Game Point irgendwas Interessantes anzustellen. Selbst wenn man irgendwie durch ist, sagt man, ach komm, ich lasse mich mal eben vom Saurier fressen, weil das war noch nicht elegant. Ich mache das nochmal ab meinem Safe Game. Das muss vielleicht mit noch effektiveren Bewegungen, noch weniger Munition oder sonst irgendwas funktionieren. Das heißt, diese Idee der Wiederholung, des Wiedereintritts, eben des Re-Entries, wie das in der Diskursanalyse heißt, ist sozusagen ein unendlich potenzierender Faktor, der diesem Selbstadaptiven an die Struktur des Spiels natürlich unglaublich Feuer gibt. Keep calm and continue testing. Man möchte fast sagen, also leider, vielleicht hätte ich selber mimen sollen, keep calm and retry testing oder re-entry in the test situation oder sowas. Das ist eigentlich das Prinzip, was hinter sowas wie einem Jump-and-Run-Spiel steht. Die Figur des Re-Entry als Strukturkomponente arbeitet mit seriell wiederholbaren biografischen Sequenzen, die in einer Wiederholungsstruktur eine stufenweise normalisierende Bewegung von Extremen zu Normalitäten entwickelt, indem sie gleichsam ein biografisches Menschenkügelchen so lange in einer Art mehrfach gestufte Selbsttherapie durch die Siebe gesellschaftlicher Normalität laufen lässt, bis es zu guter Letzt im als Gauss-Verteilung vorzustellen großen Mittelbauch gesellschaftlicher Normalität subsumiert ist. Schreiben diesmal paar Thiele unter nicht gekennzeichneter Übernahme eines Halbzitats von Jürgen Link. Das heißt, dieses Re-Entry, das sozusagen für den Film oder für die Literatur natürlich ein absolutes Ausnahmeverfahren ist. Also wenn man jetzt zusammensammelt, wie viele Filme gibt es, die Re-Entry-Strukturen haben, da gibt es täglich Grüß das Murmeltier und dann war da letztes Jahr noch was und dann gibt es 1201 und dann war es das aber schon so mit Re-Entry-Figuren. Das Computerspiel ist ein einziger Exzess der Re-Entry-Figur. Und im Grunde genommen ist das Gesamtverfahren, das man durchläuft, um jedes Computerspiel zu durchschreiten, sowas wie ein Pilgerschritt. Das kennen Sie irgendwie, 3 zurück, 2 nach vorne. Nee, 2 nach vorne, 3 zurück, sowas. Sie kennen das. Das heißt, das ist eine unglaublich starke Prägungskraft, die in Computerspielen unseren Handlungsvortrieb in irgendeiner Form schon mal rahmt. Wenn man das so abstrakt beschreitet, hört sich das reichlich bescheuert an. Weil der Pilgerschritt ist eine extrem dämliche Fortbewegungsweise, vor allem wenn man effektiv sein will. Und Computerspiele, würden Sie nun irgendwie auch sagen, möchte ich ja effektiv spielen. Dass das Computerspiel aber diesen Pilgerschritt sozusagen zu einem Strukturprinzip erhebt und auch sagt, durch permanente Wiederholung wird das Ganze erst zum größten Spaß aller Zeiten, ist eigentlich relativ spannend.
Das Re-Entry ist sowas wie ein Belohnungssystem. Ein Spiel, das ihnen verbietet, wieder einzutreten, Flappy Bird, ist ein hartes Spiel, ist ein unangenehmes Spiel, ist ein gemeines Spiel, ist sozusagen ein Hardcore-Spiel, das ich unter ganz anderen, sozusagen eher sadomasochistischen Vorzeichen irgendwie bereit bin zu spielen. Aber der Wiedereintritt ist eine Belohnung und es ist spielkonstitutiv. Denn ein Computerspiel kann nur auch ökonomisch bestimmte Genres zumindest bestehen, wenn es diesen Wiedereintrittspunkt gibt. Kein Shooter, kein Jump'n'Run ohne Re-Entry-Point. Ich glaube nicht, dass ich das verkaufen würde. Und es gibt natürlich auch Spiele, die im Grunde genommen dieses Re-Entry so überinszenieren, dass es vielleicht sichtbar wird. Prince of Persia, Sands of Time, ja, also wo man sozusagen diese Rewind-Funktion hat, die zwar auf der einen Seite irrsinnig spannend ist und irrsinnig toll, aber wo man auch so das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Also so kann man doch kein Computerspiel spielen. Ich hätte da gerne Save Points gehabt. Also da passieren relativ interessante Sachen. Wir haben also, wenn wir diese Re-Entry-Struktur kurz subsumieren, eine Figuration, die uns einfach sagt, in Computerspielen sind wir unsterblich, you're dead, continue. Unser Scheitern wird stets aufgefangen durch die Möglichkeit eines neuen Versuchs. Wir durchlaufen Entscheidungssituationen so lange, bis sie perfekt sind. The Red Door, Stanley to the Red Door. Scheitern ist immer ein Moment der Denormalisierung. Ja, da muss ich neu laden, dann kommen immer irgendwelche Startbildschirme, das nervt. Bei Prey reinkarniert der Charakter. Das fand ich, glaube ich, das Unangenehmste, was ich je durchspielen musste, jedes Mal dieses esoterische Reinkarnieren des Charakters sehen zu müssen. Es geht immer um den One Best Way und es geht um die Reproduktion von solchen normalistischen Adaptionsvorlagen. Das ist schon eine ganze Menge, was sozusagen über so eine einfache Figur in so ein Computerspiel als Strukturierungsprozess hineingegeben wird. Das ist sozusagen nur ein Zugriff, wie man mit sowas spielen kann oder wie man sowas analysieren kann. Und das Ganze ist natürlich, jetzt gehen wir von der Re-Entry-Figur weg zu etwas größeren Beständen, natürlich eine irrsinnige Interpellationsmaschine. Ich werde permanent als Subjekt in einen Handlungsdruck überführt. Was machen routinierte Computerspieler in dieser Situation? Sie drücken auf den Knopf. Press that fucking button. Es ist, ne, also man weiß genau, wenn man sich jetzt hier hinstellt und diesen Raum anguckt, ne, eine Minute Eye Candy, weil irgendwie die Plakate auch sehr lustig sind, man kommt aber nicht weiter. Es ist keine weitere Tür offen. Und ich weiß, ich muss den blöden Knopf drücken. Es gibt keine Alternative. Dass ich bereit bin, eine solche Situation zuzulassen, als sozusagen voll zurechnungsfähiges, autonom handelndes Subjekt, mich immer wieder, Level für Level sozusagen in etwas hineinzubegeben, wo ich ja tatsächlich wie so eine skinnersche Ratte auf einen Knopf drücke und als Belohnung die Freischaltung für die nächste Re-Entry-Figur bekomme. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Also irgendwie könnte man auch sagen, da wirken ganz schön starke Subjektstratifizierungspraktiken. Da werde ich doch geformt. Denn im Grunde genommen kann ich diesen Knopf jetzt rausnehmen und an eine Excel-Tabelle hängen und im Sinne der dümmstmöglich denkbaren Arbeitswissenschaft sagen, Excel funktioniert genauso. Press that fucking button. Also irgendwie ist unsere Arbeitsumgebung, wenn wir den Eye Candy abziehen, natürlich in irgendeiner Form genauso strukturiert. Vielleicht nicht jedermanns Arbeitsumgebung, aber meine. Der Spieler handelt also an einem Algorithmus. Das ist auch kein Geheimnis. Natürlich bestehen Computerspiele aus Algorithmen. Nur wenn wir Algorithmus sagen, denken wir für gewöhnlich an den Job des Informatikers oder des Programmierers, zu sagen, ja, das sind halt Entscheidungsbäume dahinter und ja, mit ein bisschen Theory-Crafting kriege ich immer raus, es gibt hier 3 mögliche Ausgänge, 12 mögliche Enden, 8 verschiedene Möglichkeiten, die Wand hochzuklettern. Das ist so unser Verständnis von Algorithmus als irgendwie spielmechanischer Teil. Im Großen und Ganzen würde ich aber nur sagen, der Algorithmus ist doch längst zu sozusagen einem Steuerungsprinzip für gesamte Gesellschaften geworden. Also so ein ziemlich banales und albernes Beispiel, der Friendship Algorithm. Natürlich ist diese Figur, die diesen Friendship Algorithm entwickelt, als kompletter Nerd charakterisiert. Natürlich ist die vorgebliche Idee zu sagen, don't do that at home, kids. Aber letztlich, diese Idee der Selbststeuerung als rationales System mit Hilfe eines solchen in Anführungszeichen algorithmischen Verfahrens, hat doch eine gewisse Sympathie. Also akademische Karrieren, da können Sie auch Algorithmen für schreiben. Die sind schlicht.
Und die haben ganz viel mit No zu tun. So Pfeile, die zur Seite rausgehen, wo No steht. Oder Go back to start. Don't get 2000 money oder so. Ne? Also wir wissen, dass das hat eine unglaubliche Verführungskraft. Und Computerspiele sind etwas, die sozusagen, ohne dass wir das so wirklich offensichtlich beim Spielen mitbekommen, eben in solchen Naturalisierungseffekten, genau solche Ideologeme relativ interessant variieren und immer wieder vorstellen. Und jetzt kommt aber eben der Witz, dass Computerspiele, und da ist es eben egal, ob wir über Stanley Parable oder Portal oder sonst was reden, natürlich nicht nur so funktionieren. Denn es würde mir kein Vergnügen bereiten, jetzt sozusagen in so einer dystopen Art und Weise über Computerspiele zu reden. Am Beispiel von Portal wissen wir natürlich, dass es durchaus ja sozusagen ein anderes Weiterleben gibt. Ja, erstens gibt es Momente, wo man jetzt sozusagen eher in der kleineren Analyse natürlich gut zeigen kann, dass Portal natürlich genau diese Stratifikation von Subjekten auch aufbricht. Zum anderen gibt es natürlich in Portal aber auch sozusagen Claims oder Ideen oder Narrative, die verhandelt werden, die sehr stark sind und die eben sozusagen paratextuell direkt in die Gesellschaft durchgeschossen sind. Ja, dieses The cake is a lie, es ist nicht nur ein Meme, sondern es ist einfach eine sehr starke und kräftige Parole, die einen nicht mehr loslässt. Ja, also die sozusagen auch was zu erzählen weiß, die als Allegorie im Grunde genommen Dinge auf den Punkt kriegt, die man eigentlich gar nicht so genau benennen kann. Weil wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn wir jetzt das Spiel machen würden, jeder schreibt mal auf den Zettel, wofür steht der Satz, the cake is a lie? Was ist sozusagen ein nicht metaphorischer Satz, den man dafür einsetzen kann? Ich finde das schwierig. Aber es markiert so ein irgendwie geartetes Gefühl, von dem wir wissen, ja, genau, der Kuchen ist eine Lüge. Alles Scheiße, deine Oma. Ne? Also irgendwie, da ist was da. Und das ist eben das, wo ich sagen würde, da kommen wir eher auf einen Punkt, wo eben auch sowas wie kritische Diskursanalyse an ihren Ende gerät als analytisches Verfahren, wo auch sozusagen die ganze Foucault'sche Diskursphilosophie sozusagen nicht wirklich gut hingucken kann. Ich halte es da mal ganz gerne mit Michel Desserteau, der im Grunde genommen die Kunst des Handelns kann man auch als riesenhaften Kommentar auf Foucault lesen, der eigentlich nur eine Frage hat. Ja, stimmt, alles schlimm, dispositive Diskurse, Regierung, Selbstregierung, grauenhaft. Trotzdem. Und die Antwort, die er hier gibt, ist eben diese Kunst des Handelns. Also ne, dieses Widerspiel von Strategie und Taktik. Er sagt, ja klar, die Strategie hat alle Orte und Räume und Zeiten besetzt. Und wir haben nur noch die Taktik. Nur noch so dieses Hineingehen in winzige Räume für einen kurzen Zeitpunkt. Mehr ist nicht an Dissidenz. Mehr ist nicht an Emanzipation. Aber das sind natürlich genau die Zeichen, die ich als taktische Verfahren lesen würde mit Desserteau. Und wo ich eben sagen würde, genau an so einem Meme oder an so einer Allegorie wie The Cake is a Lie oder eben auch die sozusagen ja auch hier relativ offensichtlichen Konnotationen, was mit The Cake is a Lie sozusagen an politischen Systemen oder Forderungen oder diffusen Ideen verbunden ist, das zeigt natürlich, dass diese Taktik durchaus effektiv sein kann. Und dass das eben natürlich auch wiederum dem etwas in Anführungszeichen wilden Medium des Computerspiels geschuldet ist, das zwar am Ende des Tages ein hochgradig ökonomisch durchstrukturiertes Produkt ist, das aber eben genau in dieser ja doch relativ jungen Phase seiner Existenz natürlich immer noch so diese Ränder und diese Fransen übrig hat, wo eben diese taktischen Interventionen auch möglich sind. Eben sogar in Titeln wie Portal. Und wenn wir eben in den Independent-Bereich gehen, wissen wir alle, dass es natürlich tolle Beispiele gibt, wo man eben sagen kann, da wird zumindest taktisch operiert. Aber es gibt, das wäre dann wiederum meine Quintessenz, eben kein einziges Spiel, von dem ich sagen würde, das ist nun wirklich sozusagen in dieser diskursanalytischen Lesweise ein vollständig dissidentes Spiel. Das nicht. Das wäre mein Schluss. Vielen Dank.